Seht mal hier, Kinder. Dieses schöne Bild hat mir Valentin aus der Eulengruppe unserer Kita gemalt. Ein Regenbogen. Ist der nicht schön? Vielen Dank, lieber Valentin, dafür, dass du mir dieses Bild geschickt hast. Ich freue mich sehr darüber. Und seht mal hier, Kinder. Das Bild ist von Alexa. Sie geht auch in unsere Kita. Und man sieht ganz viele schöne Herzen. Und ich glaube, ein Mädchen auf einem Pferd, das dort reitet. Vielen Dank, liebe Alexa, für dieses schöne Bild, das du mir geschickt hast nach unserem letzten Gottesdienst. Und jetzt, seht mal hier, ich habe noch eins. Das hat die liebe Lotta gemalt, auch aus unserer Kita. Und was seht ihr da? Ja, Ostereier. In einer Woche feiern wir nämlich Ostern. Liebe Lotta, vielen Dank für dieses Bild. Überhaupt vielen Dank, liebe Kinder, für alle eure Briefe und Zuschriften, die mich nach dem letzten Gottesdienst erreicht haben. Ich freue mich sehr darüber. Ja, wirklich. Und ihr könnt mir auch weiterschreiben, wenn ihr wollt. Bis wir uns wiedersehen. Und jetzt feiern wir zusammen Gottesdienst. Kommt! Nico. Moin, Pastor Himmelmann. Guten Morgen, Benedikt. Guten Morgen, lieber Pastor Himmelmann. Und guten Morgen, Linda. Guten Morgen, Pastor Himmelmann. Und guten Morgen, liebe Kinder und liebe Erwachsene. Ja, wir sind's wieder. Aus der Gemeinde St. Ansgarii. Vor allem einen guten Morgen allen Kindern und Erwachsenen aus unserer Gemeinde und aus unserer Kita. Den Füchsen, Raben, Eulen, Katzen, den Kinderchorkindern und Kükenkreiskindern, den Käfern und Fischen, den Bären, Fröschen und Mäusen und auch allen anderen Kindern und Erwachsenen, die unseren Gottesdienst jetzt eingeschaltet haben. Wo auch immer ihr gerade seid, guten Morgen, ihr Lieben. Sag mal, Pastor Himmelmann. Ja, Linda? Wir feiern doch heute einen besonderen Gottesdienst, oder nicht? Ja, das stimmt. Wir feiern sogar den Beginn einer ganz besonderen Woche. Der Karwoche. Die Karwoche ist eine heilige Woche. Eine heilige Woche? Ja, denn am Ende der Karwoche, am nächsten Sonntag, was feiern wir dann? Wir feiern Ostern! Natürlich, in einer Woche feiern wir Ostern. Liebe Kinder, liebe Erwachsene, freut ihr euch schon auf Ostern? Ja klar, da gibt es Ostereier. Und wir feiern, dass Jesus von Gott wieder lebendig gemacht wurde, nachdem er gestorben war. Ostern ist ein Fest der Freude und der Lebendigkeit. Und heute beginnt die Karwoche, die Woche vor Ostern. Und der heutige Tag hat doch auch einen besonderen Namen, nicht wahr, Pastor Himmelmann? Pah, unser lieber Kantor Kai Nico hat den Nagel mal wieder auf den Kopf getroffen. Du hast natürlich recht, Kai Nico. Kinder, hört mal her. Heute ist Palmsonntag. Palmsonntag. Und wenn ihr jetzt an eine Palme denkt, dann ist das ganz richtig. Warum heißt denn der Palmsonntag Palmsonntag? Das ist eine sehr gute Frage, Linda. Das erzählen wir euch heute. Und noch viel mehr. Ich würde sogar sagen, es ist eine tierisch spannende Geschichte, die wir euch heute erzählen. Denn es kommt auch ein Tier drin vor. Zuerst ist aber mal Benedikt dran.
Diesen Gottesdienst an Palmsonntag feiern wir im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. Und wir beginnen, wie immer, mit unserem Anfangslied. Halleluja, mit Händen und Füßen. Au ja, liebe Kinder, liebe Erwachsene, dann steht mal auf, damit wir schön zusammen singen können. Gerade haben wir geklatscht. Was wünschst du dir für die nächste Strophe, Kaineko? Ich würde gerne lachen. Was machen wir als nächstes, Linda? Lass uns einen Hampelmann machen. Prima. Halleluja, mit Händen und Füßen. Halleluja, lobet Gott. Halleluja, ihr Großen und Kleinen. Halleluja. Benedikt. Was wünschst du dir für die letzte Strophe? Ich schlage vor, dass wir wie eine Biene summen. Halleluja, mit Händen und Füßen. Halleluja, lobet Gott. Halleluja, ihr Großen und Kleinen. Summ, 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 summ. Halleluja. Lasst uns beten und dafür falten wir alle einmal die Hände. Guter Gott, wir beten zu dir am heutigen Palmsonntag. In der Kirche können wir nicht miteinander Gottesdienst feiern. Vieles können wir nicht tun wie sonst. Zu Schule, Kindergarten oder Sportverein gehen, Urlaub machen, Menschen treffen, die wir lieb haben. Alles, was wir in diesen Tagen bedauern und was uns bedrückt, legen wir in deine Hand. Und wir bitten dich, geh du auf all unseren Wegen mit uns mit, auch in diesen Tagen vor Ostern. Wecke in uns alle Lebensgeister, stärke unsere Freude, unsere Geduld und unsere Fantasie und lass uns mit dir an unserer Seite weitergehen. Amen. Und jetzt, liebe Kinder, liebe Erwachsene, erfahrt ihr, warum die Geschichte von heute so tierisch spannend ist. Hallo, liebe Kinder, liebe Erwachsene und herzlich willkommen hier in unserem schönen Bremer Bürgerpark. Wir Bremer, wir sind ja sehr stolz auf den Bürgerpark, weil der Bürgerpark so schön ist. Und bei einigen Bewohnern bin ich jetzt gerade hier. Kommt mal mit. Schaut mal, wer hier alles ist. Darf ich erst mal vorstellen? Das ist Christian. Hallo Christian. Hallo. Christian, was machst du denn hier im Bürgerpark? Ich bin hier der Tierpfleger und ich kümmere mich hier um diese Esel. Das ist ja toll. Und wie heißen denn die Esel hier? Also, das ist die Letizia. Und die Letizia ist die Mutter von der Lotte. Und da hinten ist noch der Freddy. Und dann gibt es auch noch den Felix, aber der ist jetzt gerade gar nicht da. Aha. Und was magst du am liebsten an deinen Eseln hier? Diese Esel strahlen eine sehr große Ruhe aus und das gefällt mir an denen. Die sind jetzt immer, immer sehr ausgeglichen und ja, und sind auch sehr, mögen mich auch, glaube ich. Ja, und wisst ihr was? Vor langer Zeit, da gab's einen Esel und der hat etwas ganz Besonderes gemacht. Das war sozusagen der
Uropa von Felix und Letizia und den Eseln hier. Und was das ist, das erzählen wir euch jetzt. Hallo, ich heiße Tobi. Also eigentlich Tobias, aber alle nennen mich Tobi. Von Felix, Letizia, Fred und Lotte aus dem Bürgerpark bin ich so etwas wie ein Uropa. Also genauer gesagt, bin ich wohl ihr 70-facher Uropa. Ich habe nämlich vor ungefähr 2000 Jahren gelebt, in der Nähe von Jerusalem. Und einmal ist mir was passiert, was ich euch unbedingt erzählen muss. Also, es war ein sehr schöner Frühlingstag. Ich stand am Rande des Dorfes, in dem ich groß geworden bin. Da kamen zwei Männer herbei. Die beiden Männer machten einen freundlichen Eindruck. Aber dann banden sie mich einfach so los. Stellt euch mal vor, ohne zu fragen. Sagen wir das mal alle. Eins, zwei, drei. Ohne zu fragen. Da kam ein Herr herbei und fragte: Was macht ihr da? Und die Jünger antworteten: Jesus schickt uns. Er braucht diesen kleinen Esel. Da habe ich gedacht: Huch! Machen wir das mal alle. Eins, zwei, drei. Huch! Ich habe mich sehr erschreckt. Jesus! Eins, zwei, drei. Jesus! Der die Armen besucht, der die Kranken gesund macht, der den Traurigen Hoffnung schenkt, der, von dem sie sagen, er sei der Sohn Gottes. Dieser Jesus brauchte tatsächlich mich, einen kleinen Esel? Und dann haben die Männer noch zu meinem Herrn gesagt: Jesus will nach Jerusalem. Er will den Menschen davon erzählen, dass wir auf Gott vertrauen sollen. Und er will auf deinem Esel in die Stadt reiten. Da antwortete mein Herr: Gut, dann könnt ihr meinen Esel mitnehmen. Für Jesus gebe ich ihn euch. Aber weiß Jesus, was er da tut? Viele Menschen in Jerusalem mögen ihn doch nicht. Sie sind neidisch, weil Jesus so viele Freunde hat. Und sie glauben nicht daran, dass Gott sein Vater ist. Ja, das stimmt. Jesus weiß das. Sein Weg nach Jerusalem ist ein Weg voller Unsicherheit und Gefahr. Aber er will trotzdem gehen. Als ich das hörte, fing ich plötzlich am ganzen Körper an zu zittern. Und meine Zähne begannen zu klappern. Ungefähr so. Klappern wir mal alle mit den Zähnen. Eins, zwei, drei. Jesus wollte nach Jerusalem. Und was dann passieren würde, das war völlig ungewiss. Oh Gott! Eins, zwei, drei. Oh Gott! Und dann kam der große Tag. Wir zogen nach Jerusalem ein. Jesus setzte sich auf meinen Rücken. Und ich war sehr unruhig. Ich habe wieder am ganzen Körper gezittert. Dabei bin ich sonst immer ganz ruhig. Und als wir nach Jerusalem kamen, standen die Menschen überall an der Straße, links und rechts. Es waren sehr viele Menschen. Und sie hatten ihre Kleider vor uns auf dem Weg ausgebreitet, wie einen roten Teppich. Und sie hatten Palmenzweige in der Hand. Die schwenkt man bei uns, wenn man einen König begrüßt. Und stellt euch vor, als die Leute Jesus sahen, begannen sie plötzlich alle, ihm zuzujubeln. Und sie klatschten in die Hände. Und sie begannen zu rufen und zu schreien. Und sie schrien immer wieder ein Wort: Hosianna! Das ruft man bei uns, wenn man sich freut und Gott für etwas danken will. Hosianna! Für mich war das wie Musik in meinen Ohren. Musik.
Leute fangen auf der Straße an zu schreien. Hosianna, Hosianna, Hosianna in der Höhe. Hosianna, Hosianna, Hosianna in der Höhe. Geritten auf dem Esel sitzt der Herr. Hosianna, Hosianna, Hosianna in der Höhe. Hosianna, Hosianna, Hosianna in der Höhe. Jesus zieht in Jerusalem ein. Hosianna, kommt und breitet Kleider auf der Straße vor ihm aus. Hosianna, Hosianna, Hosianna in der Höhe. Hosianna, Hosianna, Hosianna in der Höhe. Jesus zieht in Jerusalem ein. Hosianna, alle Leute rufen laut und loben Gott den Herrn. Hosianna, Hosianna, Hosianna in der Höhe. Hosianna, Hosianna, Hosianna in der Höhe. Und Jesus sah die Menschen am Straßenrand an. Aber mir fiel plötzlich wieder ein, was mein Herr gesagt hatte. Dass es in Jerusalem ganz viele Menschen gäbe, die Jesus nicht mögen. Und dass es für Jesus unsicher wäre in Jerusalem. Und gefährlich. Und ich bekam wieder Angst. Und ich zitterte wieder an meinem ganzen Eselkörper. Und wisst ihr, was dann geschah? Nein! Was denn? Jesus hat sich zu mir nach vorne gebeugt und er hat mit seiner Hand über meinen Hals gestrichen. Ich glaube, er hat meine Angst gespürt. Und dann hat er mir leise etwas ins Ohr geflüstert, was ich nie vergessen werde. Was war das? Er hat gesagt, habt keine Angst, Gott geht mit. 1, 2, 3, hab keine Angst. Gott geht mit. Und da habe ich auf einmal aufgehört zu zittern. Und ich bin wieder ganz ruhig geworden. Denn ich war mir plötzlich sicher, Gott ist bei uns. Er geht mit. Und soll ich euch noch etwas sagen? Ja, bitte. Diese Ruhe hat mich nie wieder verlassen. Diese Ruhe ist immer bei mir geblieben. Seit diesem einen Tag, Palmsonntag in Jerusalem. Dem Tag, an dem Jesus auf mir geritten ist. Ja, das war die Geschichte, die ich euch unbedingt erzählen musste. Das war ja eine spannende Geschichte, die wir da gehört haben, wie Jesus auf dem Esel geritten ist. So, und jetzt, lieber Christian, vielen Dank, dass wir zu dir kommen durften. Und zu euch, lieben Eseln. Das war ganz toll bei euch. Und jetzt sagen wir... Tschüss, macht's gut. Tschüss, Christian. Ja, tschüss. Schön, dass du da warst, Pastor Himmelmann. Und liebe Kinder, wenn das Coronavirus wieder vorbei ist, dann würden wir uns sehr freuen, wenn ihr alle zu uns zum Tiergehege im Bürgerpark kommen würdet. Herzlichen Dank an Christian und an die Esel im Bürgerpark. Und herzlichen Dank an dich, lieber Tobi. Das ist eine wirklich schöne Geschichte. Jesus war bei dir. Und das hat dich beruhigt. Gott geht mit. Auch dann, wenn wir einer unsicheren Zukunft entgegengehen. Er geht mit uns allen mit. Auch mitten in der Ungewissheit und Sorge. Er schenkt uns Ruhe für unsere Seelen. Lasst uns beten. Und dafür können wir wieder die Hände falten. Gütiger Gott, du gehst mit, Schritt für Schritt. Du bist an unserer Seite, wenn wir unsere Schritte auf den Straßen, in unseren Wohnungen und Häusern machen. Du bist an unserer Seite, wenn wir die großen Schritte unseres Lebens gehen, auch die Schritte, die uns schwerfallen. Du bist auch in diesen Tagen, da wir ganz andere Schritte gehen als sonst, bei uns. Auch wenn wir dich nicht sehen oder sogar nicht spüren können. Wir bitten dich,
wohin auch immer uns der Weg führt. Schenk uns die Ruhe derer, die einen Begleiter haben. Und stärke uns in unserer Zuversicht, unserer Hoffnung und unserer Liebe. Amen. Lasst uns aufstehen und gemeinsam als Kinder Gottes beten. Vater unser im Himmel, geheiligt werde dein Name, dein Reich komme, dein Wille geschehe, wie im Himmel, so auf Erden. Unser tägliches Brot gib uns heute und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigern. Und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Bösen. Denn dein ist das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit in Ewigkeit. Amen. Liebe Kinder, liebe Erwachsene, schön, dass ihr bei unserem Gottesdienst an Palmsonntag dabei wart. Mir hat es viel Freude gemacht. Ich wünsche euch eine gute Karwoche. Und denkt immer dran, Gott geht mit. Ich hoffe, wir sehen uns nächste Woche wieder. Dann ist nämlich Ostern. Und darauf freue ich mich schon sehr. Und wenn ihr Menschen helfen wollt, denen es nicht gut geht, könnt ihr auch dieses Mal spenden. Wie das möglich ist, das seht ihr am Ende des Videos. Macht's gut, ihr Lieben. Bleibt behütet. Und jetzt gibt Benedikt uns, wie immer, noch den Segen Gottes weiter. Unser gütiger Gott sei vor dir, um dir den Weg zu zeigen. Er sei hinter dir, um dir den Rücken zu stärken. Er sei neben dir, ein treuer Begleiter an deiner Seite. Er sei in dir und erfülle dein Herz mit seinem Segen. Gott segne euch, liebe Kinder und Erwachsene, heute und an allen Tagen, die kommen. Amen. Gott, dein guter Segen ist wie ein großes Zelt, hoch und weit festgespannt über unsere Welt. Guter Gott, ich bitte dich, schütze und bewahre mich. Lass mich unter deinem Segen Zeit. Guter Gott, ich bitte dich.